Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Ich habe hier heute Rockstar, Recovery, Energy, Recovery, so in der Richtung, so sieht's aus. Das Problem ist, dass es ebenfalls abgelaufen ist, und zwar am 13.11.2012. Also irgendwie, ich trinke jetzt einfach mal alles weg, was abgelaufen ist, dann wird mein Keller zwar leer sein, aber dann habe ich zumindest keine alten Getränke mehr rumstehen. Die Sache ist die, das habe ich von einem Zuschauer geschickt bekommen, damals als ich noch ein Postfach hatte. Mittlerweile habe ich keins mehr, weil es mir zu teuer ist und weil es sich nicht lohnt für die paar Sachen, die ich da bekommen würde wahrscheinlich. Also ich weiß ja nicht, wie viele Leute das schicken würden, aber mir ist es jedenfalls zu teuer. Und ja, ich habe es jetzt hier, wie gesagt, ich werde es mal kosten. Schau mal, ob es noch was schmeckt. Ich kenne es so an sich nicht, das heißt, ich habe jetzt keinen Vergleich sozusagen. Also allzu lang ist es ja nicht abgelaufen. Also es hat hier schon mal so eine, ja, weiß ich nicht, leicht abgestandene Farbe. Also so irgendwie so ein durchsichtiges, trübes Flüssigkeit. Es riecht irgendwie ein bisschen nach Zitrone, so Zitronengeschmack oder so. Schmeckt irgendwie nach Früchten oder so, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welche das sind. Ja, also auf Deutsch finde ich hier nichts. Keine Ahnung, also ich werde noch ein bisschen was davon trinken, dann mal schauen, wie es mir geht und dann vielleicht den Rest trinken. Es hat irgendwie keine Kohlensäure, deswegen trinkt es ein bisschen so wie Wasser, also relativ leicht eigentlich. Ah, hier steht irgendwas von Limon. De Zumo de Limon. Also es dürfte schon irgendwas mit Limone, Zitrone oder so in der Richtung haben. Ja, jedenfalls, falls mir der Zuschauer noch zuschaut, danke. Ich habe ja leider nicht mehr so wirklich den Überblick, wer mir jetzt noch zuschaut von früher und wer nicht. Ja, dann habe ich hier unterwegs wieder in der Hand gehabt von meinem Carbon Cup UMX Flugzeug die Schwimmkörper, weil ich die ja damals bestellt habe. Weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht, ich mag das nicht alles auspacken, aber halt etwas so groß, von hier so halt bis darüber. Und die sind halt tatsächlich dafür gedacht, dass man mit dem Ding dann am Wasser landen kann. Also man sieht das eh auf dem Bild, also man kann dann am Wasser landen und halt starten sozusagen. Und wahrscheinlich auch im Schnee, also im Schnee könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen. Nur leider das Flugzeug will irgendwie nicht mehr so wie ich will, also ich hatte das Höhenruder Servo ist irgendwie defekt. Abgesehen davon hat es schon viele mehr oder weniger Totalschaden hinter sich, deswegen fliegt es immer ganz so schön, wäre ich mal wahrscheinlich, wenn es wieder mal halbwegs lagernd ist oder vielleicht eine Aktion sogar gibt, ein neues kaufen. Weil sonst hat mir der Flieger schon sehr Spaß gemacht und das ist halt schon angenehmer. Ich meine, wenn man das Ding einfach die Schachtel aufmacht, kurz rausnimmt und kann gleich fliegen. Also wie bei dem großen Flugzeug muss ich halt zuerst alles auspacken, dann zusammensetzen, zusammenschrauben, kurz nachher prüfen, ob alles noch in die richtige Richtung geht und so weiter. Das ist halt schon aufwendiger und sind die kleinen Sachen halt, haben halt schon auch ihren, was ich Vorteil, ich nehme es raus, gebe den Akku rein und kann gleich fliegen. Aber dafür sind sie halt ja, windanfälliger, sie sind schneller quasi aus der Augenreichweite. Also man sieht sie irgendwann nicht mehr so gut und ja, so in der Richtung halt. Aber sonst, ja, und beim kleinen Quadrocopter, also diesem QMX, wie heißt der? Ich glaube QMX, oder? Oder MQX, glaube ich, heißt der, genau. Bei dem habe ich, da geht ein Motor nicht mehr. Also die drei drehen sich und der vierte dreht sich nicht. Weiß ich nicht, ob es nur ein Wackelkontakt ist oder der ganze Motor kaputt ist. Ja, muss ich mal halt überlegen, ob ich den noch repariere. Oder ob ich ihn vielleicht einfach so, wie er ist, vielleicht weiterverkaufe und halt als Bastler-Zubehör sozusagen weitergebe, dass jemand noch das reparieren müsste. Weil, ja, wirklich brauchen tue ich ihn nicht. Im Prinzip, ich kann mit dem kleinen Heli fliegen. Und sonst war es eigentlich eher so zum bisschen Hubschrauber und Quadrocopter üben. Jetzt habe ich eh auch den großen, den ich schon ganz gut fliegen kann. Deswegen weiß ich nicht. Ja, ich schaue mal an, was kaputt ist. Vielleicht repariere ich ihn. Ja, sonst, ich werde das Getränk hier trinken. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und das war's bei Pöli 1.